Der Prenzlauer Berg, ein Teil von Pankow, einer der größten Bezirke der Bundesrepublik, historisch, bunt, vielfältig. Pankow ist beliebt und wir schaffen zusammen dran, dass Berliner Reichschmeckte und Eingewanderte nebeneinander ohne Zank leben können. Dafür muss es aber auch sozial gerecht zugangen. Die Bundesrepublik muss dafür schaffen, dass die Miete nicht ins Unermessliche steigt. Denn hier wohnen zu können, darf keine Frage vom Portemonnaie sein. Das neue Mitte-Links-Bündnis, das in Berlin seit September in Verantwortung ist, ist entschlossen am Kämpfen, dass auch der allgemeine Lebensstandard nicht vom Portemonnaie abhängt. Gerade bei denen, die selber nicht schaffen können und sollen, nämlich die Kinder. Wir müssen entschlossen gegen Kinderarmut vorgehen. Chancengleichheit muss es für alle unsere Jüngste geben, unabhängig von dem, was die Eltern verdienen und vom Beziehungskonstrukt der Familie. Die Kinder, die hier im Prenzlauer Berg groß werden, sind Teil von einer neuen europäischen Generation. Pankow hat einen enormen Anteil von Menschen, die aus dem europäischen Ausland hierher gekommen sind. Spanier, Franzosen, Skandinavier, Schwaben. Der neue Generation sind Grenzen dank der EU so egal wie keiner Generation vor ihnen. Daher sollte auch der neue Bundestag die Aufgabe haben, für den Klimaschutz zu kämpfen, damit die Generation, die nachkommt, dieses grenzübergreifende Leben genießen kann. Und zwar miteinander statt gegeneinander.